258 Septime, so viel hat er noch gar nicht mal mehr. Nun ja, soll für den Anfang reichen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ist Olivia zufällig noch hier? Vielleicht oben im Sitzbereich. Es ist ein Lorina? schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Vorsichtig mit euren Experimenten, ja? Na, da ist sie ja. Hallo, meine Liebe, wir haben sehr gemischte Neuigkeiten. Archmage. Ich fürchte, wir haben Neuigkeiten, was Jadrora betrifft. Well done. What have you learned? Nun, ich fürchte, er hat das Ganze nicht überstanden. That is unfortunate. He was a good mage. Were you able to procure any information at all? Durchaus. Er war ein guter Magier. Ihr scheint sehr zurückhaltend zu sein, aber ich kann kaum von euch erwarten, dass ihr einem relativ Fremden gegenüber sofort alle eure Informationen und Trauer offen zeigt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das betrifft sie mehr, als sie zugeben möchte. Er war auf jeden Fall ein guter Magier. There were those who questioned my wits when I showed up with that beggar. Yet I do not judge those on their beginnings, regardless of how humble. I did not err in selecting Jadorah as one of my students, nor making him my assistant. I can only hope I have not failed him as an instructor. Apropos of that, you still have not addressed the question of the missing pages. Nun, wir haben vielleicht zumindest Hinweise, wo sich diese 5 Seiten aufhalten können. 5 verschiedene Magier, 5 Komplizen von dem Dieb. Let me see those. This is precisely what we needed. You have done admirably, as did my assistant in delivering these to you. Now that you are entrenched in this matter, I have no doubt that you are the only one capable of pursuing it to the end. This is far more perilous than the previous job, but I believe you will reward my confidence in you. Nun gut, ich nehme mal an, ihr wollt uns auf die Suche nach diesen Seiten schicken. As you may have guessed, the 5 locations listed are likely secluded areas where the mages can conduct their individual research. One mage for each school of magic. To defeat them will require skill in cunning and an understanding of the strengths and weaknesses of each art. The notes will provide their locations, and you can consult me for any advice regarding their procurement. Do you have any questions before you go? Klar, jedwede Tipps, die ihr mir geben könnt, nehme ich gerne, besonders wenn wir uns möglicherweise mächtigen Marken in den Weg stellen müssen. Indeed, you must. I will offer any assistance I can. Wie sieht's denn mit dem Beschwörungsmagier aus? Ich nehme an, wir werden mit mehr als nur dem Schwörer selbst kämpfen müssen. It is a mistake to assume the conjurer hides behind the beasts he summons. For such a mage can conjure a dagger as easily as a Dromora. Das ist außerdem There are wahr. those who conjure Atronachs to support them from the rear, whereas others will conjure bows to lend aid to their armies. When you enter their chamber, take note of the bodies strewn about, as they are weapons hoisted on a rack, to be retrieved at the time of battle. However, like any weapon, they are slaves to the one who wields them, and are as much a tool as they are a foe. Also ein Werkzeug oder ein Zauber, mit dem wir beschworene oder wiedererweckte Kreaturen gleich ausschalten könnten, wäre hilfreich. Wie sieht's denn mit Illusionsmagiern aus? An illusionist attacks the mind. He plays the drums of courage and fear to convince both you and the bandits that they are invincible. Illusion can fool your eyes, become your heart's greatest desire, but it cannot fool all the senses, and that is where you will find truth. However, the greatest illusion is not the product of any spell. It is the doubt one has in the efficacy of illusion magic. Do not underestimate the illusion mage. That is my advice to you.
Alles klar, also nicht bloß aufs Offensichtliche achten. Die Zerstörungsmagie ist wahrscheinlich deutlich direkter. The name Destruction implies havoc. And while such magic is capable of immense damage, it is not as inelegant as one might presume. Lightning, ice and fire. Each element has applications beyond the inflicting of pain. A bolt of lightning can disarm a trained mage, sapping him of his magicka. The swiftest runner will find it difficult to wade through briars of ice. Flames will turn your own tunic into a weapon, draining your health as it burns through your skin. To defeat a master of destruction magic, one must use their wards wisely. For there is more than just health one must account for. Wahre Worte. Und dann fehlen uns nur noch Veränderung und Wiederherstellung. To know that reality is a falsehood is the essence of alteration magic. While illusion affects only the caster and the target, alteration is to change the very fabric of our world so that all are affected. Alteration can be used to blind your opponent with mage light or turn your flesh into steel. It is a magic that prevents stealth, as a mage can detect your presence while cloaking his own. Alteration does not have an offensive spell. What it does is use endurance as a weapon. Whether it be with potions of health, stamina, or magicka, one must be prepared for a long fight. Kerzenlicht zur Blendung von Gegnern verwenden. Die Taktik ist mir auch noch nicht in den Sinn gekommen. Aber da bräuchten wir wahrscheinlich die Lichtvariante, die wir auf Ziele schleudern können, nicht die, die uns einfach bloß selbst beleuchtet. Wiederherstellungsmagier, also Heilung, Schutzwelle. Ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem auch in dieser Schule ein paar fiesere Zauber geben könnte, die uns zusetzen. The most infuriating of opponents. For every blow you strike, every spell you cast, is nullified by their unyielding ability to heal. Moreover, when such a mage is surrounded by powerful warriors, their strength grows by leaps and bounds, as all are healed that stand beside him. Such a mage will confine himself into a small area to increase the efficacy of his healing spell. However, this tactic provides an opening. Just as many can be healed, many can be damaged. And the cost of restoration is far greater than destruction. Klingt nach einer Aufgabe für den Dämmerbrecher, aber ich glaube, das waren erstmal alle Hinweise. Very well. Return to me if you seek my counsel. Eine Sache wäre da aber vielleicht noch, wenn ihr noch Lust habt, darüber zu sprechen. Und zwar gibt's ja immer noch die Texte von Galerion. Wir haben uns ja bisher nur die erste Geschichte angehört. Oder, genau. Ich meine, weil diese Geschichten haben ja die entsprechenden Seiten enthalten, die wir zurückholen müssen. Also vielleicht für den Moment, vielleicht zumindest die zweite oder dritte Geschichte. Galerion's mother was an old-fashioned woman, one comfortable with her station. She never wanted to deprive Galerion of knowledge. She was, however, fearful of the consequences. A seed of dread was planted in her mind and grew into a forest of despair. It was only a matter of time before her husband or her child would slip and betray their literacy. In truth, Lord Jonas suspected nothing, but in her reality, she saw her husband on the gallows, and through her actions, she made it true. Wenn das andere Illusion war, dann müsste das Veränderung sein. Vielleicht auch vertauscht, Geschichte 1 und 2, die beiden Schulen. Vanessa's father died from the crime of literacy. He was hung. His body left out for weeks as the sweltering heat bubbled the skin of his fetid corpse. The effigy itself was gruesome, but so was the cruelty of Lord Jeunesse. He forced Galerion to scrub the gallows every day,
as his father hung lifelessly above him. He held the lessons of his father close to his heart, and never spoke an indignant word, no matter how callously the nobleman prodded him. However, if one stayed awake past the dead of night, one could hear the violence echoing from the basement of the servants' quarters. Am ehesten noch Zerstörung? Die ist tatsächlich kürzer, als ich dachte, die Geschichten. Ich glaube, wenn wir schon mal miteinander sprechen und die Seiten suchen, sollten wir alle Informationen mitnehmen, die wir finden können. As a child, Vanus Galerion escaped his birth home of Solikic on Kerr. He simply crept out of his quarters one night and ran. He never stopped running. He had trekked halfway across the Somerset Isle when he reached the shores of Alanor. There was nowhere left to run. Exhausted, he collapsed in a ditch. It is there that a band of troubadours found his body, and nursed him back to health. They employed him as an errand boy, and gave him food and shelter, and the life he had seemingly lost was somehow returned to him. Wiederherstellung. Und wenn unsere bisherigen Vermutungen richtig waren, müsste die letzte Geschichte dann die Beschwörung sein. Vanus Galerion once ran with a group of troubadours. They performed from city to city, regaling crowds with their song and flair. One of them was a former jester, a man with deft hands. From out of the ether, he would withdraw a bouquet of flowers or a septum from your ear. Yep. However, it was the group as a whole who cast a spell on the young boy, drawing a smile that had been lost to the void. Alles keine direkten Zauber, aber definitiv die Methoden und Themen hinter den verschiedenen Magieschulen waren hier alle drin verborgen. Danke für die Wiederaufarbeitung der Geschichte. Das entsprechende Buch hatten wir ja bereits einmal gelesen, als wir das Auge von Magnus untersucht haben. Until next time. So, dann war das, glaube ich, für heute. Wobei, je nach Uhrzeit, 10 Uhr abends. Ja, ich würde sagen, vielleicht schauen wir, dass wir noch einen Gegenstand entzaubern. Dafür sollte noch Zeit sein. So eine kleine Investition in die Zukunft. Mehr Wissen und Wissen und Wissen und Wissen und Magie. Also, was haben wir denn alles noch so in unserem Inventar herumfliegen? Den werden wir nicht entzaubern, den brauchen wir noch. Die Adeptenrobe der Illusion. Weniger Kosten für Illusionszauber und schnellere Magiewiederherstellung. Ja. Vielleicht irgendwas mit einer direkteren Wirkung. Erstmal mehr Schaden für Bögen ist natürlich nützlich, allerdings tragen wir diesen Ring bereits, also würden wir kurzfristig auf 15% Schaden mit dem Bogen verzichten. Nein, ich glaube tatsächlich, die Robe von Godwin verleiten wir einem letzten Zweck. Und damit wünsche ich euch beiden mal wieder eine gute Nacht und morgen machen wir weiter. So, bereit für den heutigen Aufbruch? Ich würde ja vorschlagen, dass wir, wenn wir sowieso schon mal hier sind, heute nach dem Helm von Winterfeste suchen. Allein schon, um die jetzt gerade durch die Anomalienangriffe und den ganzen Augengeschichten noch stärker in Mitleidenschaft gezogene Beziehungen zu Winterfeste und dem Jarl zu verbessern. Außerdem ist der Weg, sollte nicht allzu weit sein. Trotzdem sollten wir vielleicht mal schauen, wo wir die verschiedenen Seiten finden können. Okay. Die Illusionsseite scheint hier genau beim Schiffswrack die Rede. Und dann eine im Warenhaus der ostkaiserlichen Gesellschaft hier in Windhelm. Na, das klingt doch eigentlich nach einer interessanten Route, besonders weil wir in Windhelm noch die Informationen über die Seehengst einholen wollen. Ja, dann könnten wir von Winterfeste den Weg nach Süden gehen, hier den Helm von Winterfeste in Anspruch nehmen, dann hier wieder die Küste entlang, dieses Schiffswrack abklappern, hoffentlich die Illusionsseite in Anspruch nehmen,
Und dann hier an der Küste wieder entlang nach Windhelm, wo wir dann sowohl die Wiederherstellungsseite sicherstellen, als auch nach Informationen über die Seehengst suchen. Das wären dann vier Aufgaben, vier Ziele in einem Trip von Winterfest nach Windhelm runter. Das klingt mir nach einer effektiven Suche. Trotzdem sollten wir vielleicht mal schauen, wo die anderen drei Seiten noch sind. Genau, der eine hier in einer Höhle in der Nähe von Weißlauf, tatsächlich direkt neben dem Ritualstein, weil es was für die Beschwörungsseite natürlich Sinn macht. Ansonsten hier die Zerstörungsseite. Aha, und dann hier oben die Veränderungsseite, das ist tatsächlich wieder in der Nähe von Einsamkeit, aber da waren wir ja gerade erst. Tatsächlich, der recht nah an diesem verschlossenen Haus in der Nähe von der Botschaft, das wir erst gesehen haben. Aber ich würde trotzdem sagen, unsere aktuelle Route ist für den Anfang die mit Abstand effektivste. Is that a Vala stone you have there? May I see? Liebend gern, scheinbar sogar wiederverwendbar, auch wenn er ein bisschen beschäftigt ist, beschädigt ist. Oh, thank you so much. It's been ages since I last had a look at one of these. Beautiful, aren't they? Actual fragments of Aetherius in our very hands. This one's a touch flawed, of course, but it's still stunning. The Aeliads really were masters of their craft. Thank you for letting me look. I really do appreciate it. Kein Problem. Und danke, dass du mir dieses Mal nicht auch noch Geld hinterhergeworfen hast. Ich will mich nicht noch schuldiger fühlen. Aber wir könnten nur ein bisschen trainieren, bevor wir aufbrechen. Vielleicht dir noch den einen oder anderen Zauber beibringen, um dein Arsenal zu erweitern. Excellent. I've been looking forward to this. What shall we work on this time? Auf welchen Zauber hättest du denn Lust? You do? Splendid. Which spell? Nun, wir hätten da die Familie beschwört, könnte natürlich nützlich sein. Dann hätten wir noch so einen kleinen Geisterwolf mit in der Truppe. Und natürlich der Funkenzauber. Nicht wirklich viel Schaden, allerdings bist du in Zerstörung wahrscheinlich deutlich besser als ich, machst also mehr Schaden und außerdem kein teurer Zauber und ich glaube, eine gute Basis für jedes Arsenal. Also wahrscheinlich eine gute Wahl. Ooh, good idea. Sparks it is. Always wanted to learn that one. Power! Unlimited Sorry, got a smidge carried away there, didn't I? Ja, keine Sorge, dieser Zauber provoziert das irgendwie fast wie von selber. Alright then. So, dann würde ich sagen, auf in die Kälte der eisigen Gegend vor Winterfeste. Und so. Aniel, wir kümmern uns noch um deinen Stab. Wo war der nochmal? Der war nicht zufällig ja auch irgendwo in der Nähe. Ah, nein, nein, das war die Marka Tendraheim und Co. Route, die wir noch machen wollten. Alles klar. Genau, außerdem habe ich, ich glaube, ich habe, ja, ich habe im Museum, als wir da waren, ich habe Cesargos Rollen wieder mitgehen lassen. Die Wahrscheinlichkeit ist ja gar nicht so gering, dass wir in der Höhle, wo der Helm von Winterfeste hoffentlich verborgen liegt, vielleicht auf Untote treffen oder irgendwo sonst auf unserem Weg. Untote gibt es in Himmelsrand, ja, wie der Schnee auf den Bergen. Ja, ich werde dieser Aussicht auch nie müde. Eine gewisse raue Schönheit. Olivia? Wir machen uns auf den Weg, um zumindest die ersten beiden Seiten zu finden. Und natürlich haben wir Jadora auch versprochen über die Monde. Mit der Khajiit-Dame Kontakt aufzunehmen, die ihm damals so viel geholfen hat in seiner Zeit als Straßenkind, Straßenbettler. Ich weiß gar nicht, wie alt er damals war, aber wahrscheinlich recht jung. Aber dazu muss es natürlich erstmal eine sternenklare Nacht werden.
Aber davon werden wir bestimmt auch früher oder später wieder eine erleben. So selten sind die Himmelsrand ja nicht. So, sollten wir hier schon langsam nach unten gehen? Ich weiß nicht genau, der Weg hier führt ja eher oben entlang. Ich weiß nicht, wie hoch diese Höhle ist. Ob wir jetzt hier schon nach unten zur Küste gehen? Ich würde fast sagen... Nein. Wisst ihr was? Wir halten uns erstmal oben, weil runterkommen wird definitiv leichter als hoch. Allerdings sind dort auch wieder Eiswölfe. Ich habe euch doch genau gesehen. Lucien? Ah, sieh mal einer an. Gleich kräftig dabei. Den Funkenzauber einzusetzen. Sehr gut, sehr gut. Oh, wen haben wir denn da? Eine kleine Gruppe im Schneegestöber. Hallo, kann ich euch helfen? Hand zum Gruße, Freund. Ich freue mich über jeden fröhlichen Gesellen, der diesen herrlichen Tag genießt. Oh, ihr seht aber müde aus. Kommt, teilen wir uns doch eine Flasche Honigbräu mit. Beliebend gern. Ich kann mir angenehme Orte zum Trinken vorstellen, aber auf der anderen Seite wenig Orte, wo ein warmes Gefühl im Bauch weniger angenehm wäre. Ihr habt den lieblichen Honigbräu-Met noch nie probiert? Dabei ist er doch der beste Met außerhalb von Sovngarde. Er ist so süß wie der Kuss einer holden Jungfer in sternenheller Nacht. Und er ist so stark, dass er selbst einen Frosttroll auf den Allerwertesten fallen lässt. Aber genug geredet. Kommt. Wollt ihr nicht mit mir und meinen Gefährten trinken? Ja, dann mal Prost. Nichts ist besser, als den Krug zu heben, um... Nun ja, die Stimmung zu heben. Prost! Mögen eure Abenteuer euch Ruhm und Reichtum bringen. Danke, danke. Skull. Jetzt sind wir natürlich ein kleines bisschen angeheitert. Ich hoffe, nichts davon wird uns... Alkohol ist natürlich nicht so gut für unsere Magika-Regeneration und unseren Fokus. Also werden wir, glaube ich, bis der Alkohol abklingt, uns erstmal eher auf den Dämmerbrecher und unsere physischen Angriffe verlassen müssen. Aber wie gesagt, mit Funken können wir momentan auch wirklich nicht so viel ausrichten. So, aber ich habe hier doch, oder war das ein Trugschluss? Mir war so, als hätte ich hier irgendwo noch ein Zeltlager gesehen. Ah, hier. Wer weiß, okay, hier sind zwei Ziegen entweder von Raubtieren angefallen worden oder sie sind erfroren. Ich gehe mal von ersterem aus. Wir sollten das Klima hier ja gewohnt sein. Oh, apropos erfroren. Ruhe in Frieden. So, wer weiß, vielleicht finden wir ja hier noch was Interessantes. Wertvoller Ring, Diamanten. Kein Relikt oder sowas, aber es kann ja nicht alle 5 Meter ein Relikt irgendwo liegen. So, ein Elch im Schnee. Eine Säule, aber noch keine Höhle. Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich... Ja, wir hätten doch erst nach unten gehen sollen, wobei wir dann natürlich... die Diamanten nicht gefunden hätten und keine schönen Trinkgefährten. Oh, und da ist eine Irrlichtmutter. Vielleicht doch ganz gut, dass wir hier oben sind. Moment. Irrlichtmutter. Also wenn ein Antimagiebogen irgendwo effektiv ist, dann doch vielleicht gegen eine Irrlichtmutter.
macht nicht schlecht Schaden. Bis die ihre Duplikate hier hochgeschickt hat. Hat sich das Ganze dann auch erübrigt. Und unser Valarstein? Okay, jetzt hatten wir andere Sehenscheine dabei, die zuerst gefüllt wurden. Aber gut. So, ein bisschen was für den Dämmerbrecher. Und ja, die Schwelle des Ruins ist noch gut gefüllt. So, hattest du was Interessantes dabei? Das sind recht selten, diese Ingredienzien, also werde ich mich nicht beschweren. So, dann ab in die Eishöhle und hoffen wir, dass es keinen allzu großen Widerstand und Schwierigkeiten auf dem Weg zum Helm gibt. Ich frage mich auch. Das sieht mir entweder nach einer lustigen Gesellschaft oder nach Banditen aus. Bei unserem Glück wahrscheinlich eher Letzteres. Allerdings sollten wir zumindest mal versuchen, Kontakt aufzunehmen, bevor wir hier blindlings Leute angreifen. Ja, okay, natürlich sind das Banditen. Eines Tages wird mir eine Höhle kommen und, keine Ahnung, eine lustige kartenspielende Teegesellschaft vorfinden oder so. Aber heute ist dieser Tag nicht. Ja, dafür haben wir einen Elfendolch, Eisendolch der Blitze. Those who cannot create, destroy and steal. Aber gut ausgestattet hier. Gerade was die am Alkohol-Perspektive angeht und haha, Lost Wonders of the Ages, wir haben es gekauft und hier liegt es nochmal, aber das hätten wir ja nicht ahnen können. Meine Güte. Meins mögen Banditen gewesen sein, aber was Alchemiezutaten betrifft, scheinen die besser ausgestattet zu sein als so mancher Alchemist. Aber hier geht's nicht weiter, dafür geht's hier weiter nach unten und das war's natürlich auch noch nicht mit den Banditen. So, wir müssen nur aufpassen, dass wir Spectre nicht benutzen. Wie gesagt, ich möchte keine menschlichen Seelen fangen. Es geht ganz schön nach unten. Ist da jemand drin? Au. Uns alle drei wahrscheinlich nicht. Allein hätte ich weniger Chancen, aber zu dritt habe ich ganz gute Aussichten. So, war das schon? Die ganze Gruppe? Bin mir nicht sicher. Es geht immer so schnell, wenn ihr beiden dabei seid. Aber ich glaube, mindestens einer wird da wohl noch auf uns warten. Vielleicht ist er auch vor Schock in den Eissee gefallen. Das könnte auch sein. Oder er ist einfach geflohen. Auch eine Option. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ha! Das ist interessant. Das ist eine komplette Eishöhle. Und jetzt sind wir zwar deutlich tiefer, aber hier ist sogar ein bisschen Vegetation und nicht alles überfroren. Sind wir einfach so weit unten, dass es wieder ein bisschen wärmer geworden ist? Oder woran könnte das liegen? Oder gibt es hier irgendwo eine natürliche Hitzequelle? Nur wenn es ein bisschen wärmer wäre, würde es mich gar nicht stören, nachdem wir hier in Eiswasser geschwommen sind. Ja. Aber ja, es wirkt tatsächlich nicht ganz so kalt. Das ist der nächste. Ich würde hier ein Licht anmachen, aber hier sind ein paar Fackeln. Das muss reichen, besonders wenn wir ein bisschen schleichen. Gut, wenn man nicht trifft, nützt das natürlich auch nur bedingt. Ah, sehr gut. Aber wir haben ihn mit unserem Bogen dazu gebracht, auszurasten und seine Kumpanen anzugreifen. So muss das sein. Ey.
Sehr schön. Also wenn so kleinere Gruppen zusammen sind, offenbart dieser Bogen natürlich auch seine größte Stärke. Guter Schuss, Enigo, guter Schuss.